Ja, da sind wir wieder. So, oh, Regen ist vorbei. Nee, doch nicht. Ach Mist. Gut, gut, gut. Ja, alles weg. Oh, schnell. Und habe ich auch vergessen. Trotzdem vergessen. Mein Joystick hinzustellen. So. Dann nehme ich direkt weiter. Ach ja. War gestern die Aufnahme, ich weiß nicht. Von Gold Rush jetzt. Allerdings, ne? Oh ne, jetzt scheint die Sonne wieder hier in den Augen. Ich glaube es nicht. Mal ist es aber auch wirklich wie verhext. Ich mach mal eben Fenster. Ja, ich blind hier. Was noch schlimmer ist als Sonne auf dem Monitor, ist Sonne, wenn die Sonne einen genau in die Augen knallt. Ach, schlimm. Entschuldigung. Mist, verdammter. Ja, das reicht da nicht mehr, ne? Hey, komm. Geht's jetzt hier eine Runde buddeln, eine Runde für die armen Leute. Natürlich bin ich die arme Leute. Ja, ran da. Was hier machen? Ah, nicht so gut. Das daneben ist auch vorbei, oder wie heißt das? Ah, geht ja. Hier knapp daneben ist auch vorbei, so war das. Das ist doch so ähnlich. Komm mal hin. Kriegen wir hin. Machen wir hin. Eine Schippe, zwei Schippen, drei Schippen und schon wieder ist der LKW voll. Nein, noch nicht ganz. Aber es geht. Und ein bisschen. Oh, meins. Meins. Ich hoffe, jetzt kriegen wir mal langsam ein bisschen mehr Gold zusammen. Also, man war ja gut. Aber 100 Unzen. Ja gut. Je weniger wir haben, je weniger wir haben, umso mehr, weniger müssen wir abgeben. So muss man es auch sehen, ne? Aber ehrlich gesagt, ich gebe lieber viel ab. Als wenig. Hier so mittig ungefähr müsste auch immer gut Gold sein. Hier sollte nicht so wenig sein, aber naja gut. Es ist halt so. An der einen Stelle mehr, an der anderen weniger. Im Endeffekt buddel ich sowieso alles weg. Ob da jetzt viel Gold ist oder wenig Gold ist, ist halt Gold da und das will ich haben. So einfach ist das. Mal rein damit.
Die Karre rein, jawohl. Schön vom Boden. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem Radlader später gut hinkommen. Wenn wir hier die Reste vom Boden machen, wo ich jetzt mit dem Bagger nicht hingekommen bin. Ja, man könnte auch die oberste Schicht wegschieben, dann würden wir auch tiefer kommen. Aber wird es das bringen? Auf der Dauer? Da man hier ja nicht sehen kann. Wo ist die Goldschicht? Wo ist keine Goldschicht? Ist auch ein bisschen schwer. Irgendwie steht der Bagger wieder krumm, ne? Sag ich doch. Hä, habe ich den ausgemacht? Ist es der aus? Geht das einer? Nee, ne? Ja, Quatsch. So, den schütten wir rein. Dann holen wir noch eine Karre. Dann schmeiß mal den ganzen Kram an. Aber ich lasse jetzt noch nicht rüberlaufen. Dann lasse ich gleich rüberlaufen. Ich denke mal, mit dem dürfte eigentlich auch schon alles besiedelt sein. Ich lasse lieber zwei laufen. Da krass doch nicht so. Die muss vergessen, verdammt. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Ah, da fangen schon wieder die Löcher an. Thank you.
So, habe ich die ganze Zeit schon wieder nichts gesagt. Ah! Kinders, Kinders, Kinders. Ich habe doch gesagt, ihr sollt mich dran erinnern. Doch, warten wir nur, dass wir da ausschütten. Gucken wir erstmal, wie weit wir kommen. Schauen wir mal. Haut hier, ne? Geh mal an die Seite. Ockpen wurde ausgetauscht, jetzt müssen wir noch hier oben. Dann sind wir fertig eigentlich. Ja, eigentlich. Okay, dann lassen wir den auch nochmal durchlaufen. Ach ja. Mal gleich ausschütten können, ne? Ja, komm, jetzt mach ich das. Dann können wir noch unten alles auswaschen. Vielleicht schaffe ich dann noch in der Folge. Willst du mich jetzt verkackeiern? Ja, ich lasse doch mal eben durchlaufen hier. Machen wir mal eben die Feder. Ausgegangen, ne? Eine Feder kaputt. Vor allen Dingen. Komm ich da dran?
Brechstange oder was muss ich da nehmen? Ne, das hier, ne? Dann müssen wir neue Fehler besorgen. Was ich mal hier mit hin? Ja. Ach, nee, 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 nee. Amateur Ausrüstgeschäft. Ja. Haben wir noch keine Zubehörteile? Nee. Teile, dann ist der Teile. Wasserfilter. Oh. 7000 für so eine Feder. Sagte. Ach, dann machen wir eine normale rein. Das soll ja erstmal nur halten. Das ist dann die nächste, die wieder kaputt geht, wird, ne? Oh. Zack, ist drinne. Okay. Das hat Ding aber jetzt trotzdem leer. Ja, wenn die Sachen kaputt gehen, dann müsste auch endlich repariert werden, ne? Eigentlich. Und wir müssen mal gucken, ob wir. Jetzt war ich einmal da, hätte ich gucken können. So. Ja. Einmal holen wir später. Erstmal die hier. Na war, erstmal die hier. Ich müsste eigentlich da immer hinreden, Wasser auf und zu drehen, aber. Aber naja.
Oh. Hier gehabt, fangen wir hier an. Oh, mich juckt das Ohr. Nicht gut. Hm, 24 Minuten. Okay, ich sag mal, wir waschen alles aus. In der Folge. Dann können wir wieder die nächste mit einem kompletten Cleanout anfangen. Dann haben wir aber diese Sache ja schon mal erledigt. Vor allem zwischen Rennen. Das hier. Die Hetzerei, ne? Schlimm ist das. Ach, du mich auch, ja, so. Nochmal null, ne? Mal gucken. Sauber? Ja, sind sauber. So, dann kann der einmal hier schon mal rein. Was ist denn noch? Verstellen. Okay. Die Matten sind echt sauber. Eine Matte ist noch ein bisschen dreckig. Alles so. So, mach doch aus. Aus, aus! Ja.
Kann ich ein Gas geben hier? Na, nimm doch schon deine kurzen Arme. Guck dich, alter Mann. Unglaublich hier, du. Faule Säcke. Echt, ey. Sag mal, am Ende die Taschen an. Ob man die groß aufmachen. Ne, hier, guck mal, da passt noch was. Oh, kriegen wir denn einmal wieder gute 50% voll, ja. Na, gucken wir. Halbe Stunde ist um. Fast auf eine Sekunde genau, ne? Dem Speichern. Wir anpacken können. Sind die Dinger, ich denke schon gerade, was wird mir denn da immer vor der Nase rum? Eigentlich müsste ich jedes Mal diesen Stecker rausziehen, damit ich nicht hier hängen bleibe. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, wäre das alles hier in echt, diesen Stecker, den hätte ich schon 27 Mal abgebrochen. Garantiert, da wäre ich so oft vorgerannt. Aber dann hätte ich clevererweise, hätte ich das Ding verlegt hier oben drauf, dass ich den senkrecht oder hier drauf, dass ich den senkrecht von oben einstecken muss. Du bist so doof, ne? Ach nee. Alle Matten drin? Oder? Ja. Und hopp. Ehrlich. Jetzt ist aber gut. So. So, würde ich sagen. Nächste Runde machen wir weiter. Danke fürs Zuschauen und ja. Dann, bye bye.